Seht, diese Menschen haben wir gerettet. Sie gehen durch das Portal. Wunderbar. Okay, die paar haben es geschafft. Und wie viele sind auf der Strecke geblieben? Tja, na egal, wo waren wir? Das sieht nach einer alten griechischen Siedlung aus. Hier können wir uns niederlassen. Es sieht so friedlich aus. Keine Azteken zu sehen. Der perfekte Platz für einen Neubeginn. Es gibt schon ein Stadtzentrum, ein Lagerhaus und ein Feld. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Außerhalb dieses Rings habt ihr keine Macht. Je mehr Gebäude und Menschen es in deiner Stadt gibt, desto größer ist dein Einfluss. Yay. Wenn ihr lernen wollt, wie ihr euer Volk ernähren könnt, Herr, klickt auf die goldene Rolle über dem Feld. Die Dorfbewohner brauchen dringend Nahrung, Meister. Bewegt eure Hand über das Feld und haltet die Aktionstaste gedrückt, um Getreide zu ernten. Wenn ihr 200 Nahrungseinheiten habt, bringt die Nahrung in das Lagerhaus. Jetzt haben wir genug Nahrung. Wenn unsere Leute nicht arbeiten, wird das mit dem Neuanfang nichts, Boss. Ihr könnt die Menschen zu Jüngern bekehren und sie für euch arbeiten lassen. Setzt einen Dorfbewohner auf einem Feld ab. Cool, unser neuer Jünger stürzt sich in die Feldarbeit. Noch 2 Bauern. Und der Nahrungsbedarf sollte vorerst gedeckt sein. Nimm mal her. Setzt den Dorfbewohner jetzt auf dem Feld ab. Die paar Bauern reichen völlig für dieses Winzfeld, Boss. Wir brauchen Holz, wenn die Menschen unsere Stadt vergrößern sollen. Reiß einen Baum aus und leg ihn auf dem Lagerhaus ab. Und ab damit ins Lagerhaus. Wir könnten einige Förster gebrauchen, die im Wald Holz sammeln. Nehmt einen Dorfbewohner und setzt ihn neben einen Baum, um einen Förster zu bekehren. Bekehrt insgesamt 3 Förster. Na, komm doch mal her. Setzt den Dorfbewohner jetzt neben einem Baum ab. Die haben sie aber auch, ne? Werden fleißig Bäume gefällt, Boss. Oh. Die Statuen auf dem Stadtzentrum stehen für die Bedürfnisse eurer Stadt. Sie zeigen euch, welche Gebäude die Menschen sich wünschen. Es ist sehr wichtig, dass eure Bürger zufrieden sind. Also erfüllt ihre Gebäudewünsche. Seht ihr das Korn auf dieser Statue? Offenbar haben die Menschen Hunger. Wollen sie Erz oder Holz, sagen sie es euch. Behaltet die Statue also im Auge. Die Höhe dieses Sockels zeigt an, wie gut oder böse du bist. An der Spitze lodert eine Flamme oder plätschert ein Brunnen. Die ganze Stadt verändert sich, um dir zu zeigen, ob du gut, böse oder neutral bist. Diese Statue zeigt die Bedürfnisse der Menschen an. Je höher die Statue ist, desto größer ist das jeweilige Bedürfnis eurer Untertanen. Diese Schriftrolle zeigt unter anderem an, wie beeindruckend eure Stadt ist, wie viele Bürger sie hat und wie zufrieden diese sind. Seht sie euch also regelmäßig an. Ja. Details erfahrt ihr, indem ihr eure Hand über die Statuen haltet und nicht bewegt. Euer Volk braucht Häuser. Bewegt eure Hand über das rotierende Gebäude und zieht es mit der Aktionstaste weg. Wir brauchen die richtigen Gebäude und Futter, um eine vernünftige Armee auszuheben.
Setz die Hütte jetzt mit einem Klick ab. Sehr gut. Weiter so. Du kannst den Bau beschleunigen, indem du einen Baum auf das Gebäude fallen lässt. Oh, okay. Leg den Baum jetzt über dem Fundament ab. Leg den Baum jetzt über dem Fundament ab. Seht ihr den Holzstapel? Eure Dorfbewohner bauen daraus das Haus. Okay. Boah, ich hab schon Ewigkeit nicht mehr gespielt, ne? Brüter, aha. Bekehrte Brüter. Die ist rollig. Bekehrte Brüter. Die sind alle rollig. Weiter so. Bekehrter Baumeister. Das Haus ist fertig. Seht ihr, wie sich die Menschen freuen? Bekehrter Bauer. Bekehrter Brüter. Bekehrter Bauer. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Ja. Bekehrter Baumeister. Weiter so. Bekehrter Minenarbeiter. Ah, jetzt wird hier Mine. Wird hier keine Mine verzogen. Ihr könnt auch den Bauplan eines bestehenden Hauses verwenden. Bewegt eure Hand über das fertige Haus, haltet die Aktionstaste gedrückt und zieht den Bauplan weg. Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren, schüttelt einfach eure Hand. Ihr könnt auch selbst beim Bau der Gebäude helfen. Das ist Gottes Werk. Ja, ihr besorgt einfach Rohstoffe, die das Gebäude braucht. Haltet die Hand über das Gebäude, drückt die Aktionstaste und haltet sie gedrückt. Gottes Werk ist äußerst nützlich, kostet euch aber einige Rohstoffe. Hm. Was sind denn hier? Na? Bekehrter Minenarbeiter.
Bekehrter Minenarbeiter. Weiter so. Das hier 8 Fundamente, okay. Diese 2% böse, versteht ihr? Weiter so. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Na komm, noch ein paar Bäume. Nein, nicht so. Der grüne Ring, den ihr seht, ist euer Einflussbereich. Ist doch nur ein Baum enorm. Vorerst genug Häuser gebaut. Oh, fein. Ihr habt schon einige Jünger erschaffen. Warum macht ihr nicht einfach weiter? Wir müssen unsere Bevölkerung vergrößern. Nun, da wir einige Brüter haben, wächst die Bevölkerung sicher bald auf 75 an. Das ist ein Kind. Boah, das ist so ein Riesenpranken. Das. Die kriegt jetzt nicht hier ihr Kind, ey, ohne Scheiß. Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr mehr über die Werkzeugleiste erfahren wollt. Eben auf die Straße ist ein Kind rausgeworfen, ey. Schlimm. Also gut, öffnen wir die Werkzeugleiste. Seht ihr die Flagge am unteren linken Bildschirmrand? Ein Klick mit der Aktionstaste genügt, um sie zu öffnen. Was ist das? Das ist die Werkzeugleiste. Gut, schließt sie jetzt mit einem weiteren Klick. Öffnet sie nun wieder. Mein Gott, entscheidet immer. Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Menüs. Diese Menüs sind in Registerkarten unterteilt. Im Moment ist die Registerkarte Gebäude ausgewählt. Deshalb wird das Gebäudemenü angezeigt.
Jedes Menü ist in Untermenüs unterteilt. Wir zeigen euch nun einige Techniken für erfahrene Götter. Drückt F4, um das Tributmenü zu öffnen. Das ist der coolste Teil des Menüs. Der Tribut ist sozusagen eine Währung. Ihr könnt davon beispielsweise neue Gebäude kaufen. Ihr könnt eure göttlichen Mächte stärken oder eure Stadt erweitern. Meistert ihr eine Herausforderung, erhaltet ihr einen Tribut. Im Moment haben wir Tribut im Überfluss. Genug, um einen Tempel zu bauen. Oh. Ihr könnt jetzt einen Tempel bauen. Das ist eine gute Sache, eine wirklich gute Sache. Eure Stadt wird durch solch einen Bau beeindruckender. Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Mit dem Tempel im Gebäude. Ich will das in unsere Hand nehmen. So schön. Wo ist mein Pranke? Seht euch diese Stadt an. Sie ähnelt der unseren. Ich meine. Also. Wählt den Tempel im Gebäudemenü aus und setzt ihn in eurer Stadt ab. Ich will das aus der Hand nehmen. Zum Bau einiger Gebäude wird Erz benötigt. Erz wird aus zwei Quellen gewonnen. Da hätten wir zum einen die Erzmine. Ein Erzvorrat im Boden, den eure Dorfbewohner abtragen können. Es gibt auch Erzfelsen. Die Dorfbewohner können das Erz abtragen. Um Zeit zu sparen, solltest du aber selbst mit anpacken. Schildkröte, ey. Ups. Immer wieder eben.